Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. In unserer letzten Folge hatten wir PvP gestartet, zusammen mit Mulenya und Dalukat. Ja, wir haben Hausfuß verloren. Hallo. Ja, wir sind jetzt erstmal gerade dabei, dass Mulenya und ich uns mit Dalu in Orgrimmar treffen. Wir müssen also jetzt hier so ein Luftschiff erreichen. Hier war das, ne? Irgendwo. Es gibt mehrere Luftschiffe, nicht, dass ihr das Falsche nehmt. Das Ding ist bei mir. Ruckelt es gerade wieder? Es gibt nur links oder rechts, was wir nehmen können. Dann müsst ihr mit dem Typen sprechen, der sagt euch dann, oh, wir fliegen da und da. Genau. Ja, steht ja nicht ganz oben. So, da, hier, Orgrimmar. Wir stehen hier richtig. Gut. So, wollen wir dann eine Instanz einfach anmelden? Ja, würde ich sagen. Ja, können wir machen. So, ich habe mich angemeldet. Uns, beziehungsweise. Okay. Ging ja zum Glück fix. Das sieht aus nach Schallrotes Kloster, sehe ich hier an der Vorbereitung. Nein, Verlies. Ich will mal Verlies laufen. Ich nehme beides. Das sind beide sehr schöne Instanzen. Der Damage, ja, das Problem ist, wenn der Damage hier jetzt nicht an ist, dann kommen wir nicht in Kloster. Ja. Ja, da lässt wohl einen DD auf sich warten. Oh nö. Oh, ja. Nein. Ich will das nicht. Ich auch nicht. Ich will wieder hier raus, bitte. Wir gehen schnell durch. Wir gehen nicht links rum. Also nicht zu dieser Quest, die keine Quest mehr ist, sondern einfach nur den direkten Weg. Okay, du bist ja Gott zum Glück ertankt. Ja, es will ja eh keinen abbiegen. Es will ja keiner die Quest haben. Gibt ja keine. Ja, das stimmt. Komischerweise, das finde ich ein bisschen doof. Ja, wir sind nur halt weil hier wir Horde sind. Ja, dafür haben die bestimmt in den Höhlen des Wegs. Nee, nicht Höhlen des Wegs, sondern. Doch, das sind hey, die. Hey, Level up. Da dürften die keine Quests haben. Höhlen des Weglagens? Doch, ich glaube schon. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Okay, Level up. Inga, Level up. Ja, Molina und ich stehen noch gleich, das ist gut. Kannst du schon freier Fall buffen? Ich? Mhm. Nee. Nee. Ein einziger Buff ist bisweilen Seelenstärke. Und dann konnte man nämlich einfach runterspringen. Ja, nee, leider nicht. Aber es gibt hier so eine gewisse Ecke, wo man runterspringen kann. Du kannst auch so, ja, runter. Auf diese Dinger kannst du auch einfach drauf hüpfen. Auf die Säulen, die mal irgendwo sind. Ja, ja, richtig. Beziehungsweise du überlebst es auch so. Fallschaden in WoW ist nicht besonders hoch. Nicht wirklich. Oder sagen wir mal nicht mehr. Nee, das war noch nie. Also Fallschaden war noch nie das Problem in WoW. Vor allem würden wir dann auch den Erfolg bekommen. Wie tief kann ich fallen? Den hat man ja immer auf der Alder oder Seerhöhe gemacht in genau. Wie auch immer die Stadt hieß. Weil der Lift dafür perfekt war. Gott, da habe ich ewig gebraucht, um das hinzukriegen. Das weiß ich noch, wie oft ich gestorben bin. War schon echt übel. Hat man aber unabsichtlich bekommen, den Erfolg. Ja. Ja, den habe ich jedes Mal unabsichtlich bekommen. Heilung kriege ich auch unabsichtlich. Ja. Ich habe die anderen gerade geheilt, deswegen. Droppst du auch so weit runter? Keine Ahnung, wenn 8 Zwerge auf mich einschlagen. Mit Pulseln alles. Macht man denn sowas? Da steht er auch. Hallo, was ist los? Ich stehe aber auch. Ja, super. Yay. Oh, verdammt. Jetzt gehe ich auch drauf. So schnell kann ich gar nicht hinterher halten. Du hast den Seelenstein bekommen, oder? Nein. Doch. Nein, doch. Seelenstein benutzen. Aber noch nicht jetzt. Nee. Wohl jetzt ist eh zu spät, weil du bist in der Mitte gestorben.
Das Gute ist, ich könnte. Wirst du nicht schaffen? Doch, werde ich schaffen. Pass auf. Du wirst direkt pullen, wenn du dich wieder hinstellst. Ja, ja und wie? Scheiße, ich bin auch unsichtbar. Ach, fuck, Mann. Die Nachtelfen und nicht bei Kajan. Ich bin aber weit weg. Ja, ich bin bis zur Treppe gekommen. Da ist Zwerge. Bäh. Ich hasse genug modern. Hast du diese Instanz? Klasse. Ah. Ne, den Porter kann ich noch nicht nehmen. Was? Den Porter vorne. Ach so, ne. Warte, wo ging's denn hier rein? Muss man oben die Treppe hoch? Ja, nach oben Treppe hoch und dann nach rechts. Ach da, bist schon ja, drin. Ja. Stimmt, die haben das. Früher war das ja immer weiter weg. Da hast du dich meist immer verlaufen, weil du nicht den Weg kannst. Du bist draußen gespawnt, bei dem Zwergengebiet, irgendwo im Schnee, bei einem der Friedhöfe. Genau. Ja. Du bist aber bei allen Instanzen ewig weit weg gespawnt. Wenn du in Molten Core gestorben bist, bist du an der Blackrock-Spitze, an diesen Außenposten, wo du ewig weit laufen musstest, gespawnt. Ja, das war ziemlich ätzend. Das ist das einzige Gute, was ich sagen muss, dass sie jetzt direkt in der Nähe der Instanz gesetzt haben. Das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schlimm oder wichtig. Es war, finde ich, auch immer witzig gewesen. Wenn wirklich mal ein Vibe war und alle mussten reinlaufen, dann hat man ja trotzdem ja nochmal über alles reden können in der Zeit. Ja, ja, es hat aber auch viel Zeit genommen, finde ich. Diese ganze Zeit, diese Lauferei, das ist einfach unnütz gewesen. Zeitverschwendung. Ja, bei allen Leuten, die damals WoW gespielt haben, für die war das keine Zeitverschwendung. Das ist ja eher so, seitdem die Kausalspiele auch ein Spiel spielen möchten. Kein Mensch hat damals so gestört, dass man ewig weit laufen muss. Also, die Laufwege, ich glaube, ich heile mich mal lieber. Wieso, ich heile dich doch schon. Mir einen Scheiß dort. So. Wo ist der Damage? Trox. Hatten wir letztens wenigstens den Wasserboss noch gemacht oder ging das auch schon nicht? Doch, nee. Und dann doch, die Säure waren dann. Ja. War man nicht kurz vom Endboss? Genau. Nein. Oder? Noch lange nicht. Nee. Wir haben den Säurewandler gemacht und haben danach noch zwei Mobpacks oder so gehabt. Kurz vorm Endboss. Danach kommt erstmal voll die Gerechtigkeit. Dann muss man runterspringen. Und dann läuft man doch bis zu dem Alarmgedöns durch. Wir waren noch lange nicht beim Endboss. Weil ich ein Alarmding war, war doch schon. Der Alamobot, ja, der kommt ja immer. Aber das ist nicht das. Ich meine den, wo die Agenturenzwerge davor sind, die unsichtbaren. Wie gesagt, da war noch ein bisschen hatten wir noch vor. Ist das der flüssige, ist er das der Boss? Ja. Flüssige Ablagerung? Ja. Das ist der Boss. Da ist er. Und diesmal droppt er den Unterwasserstab. Jetzt aber mal hier los. Das ist echt wenig Damage. Ich brauche ein Ziel. Der Top-Sittenvergelter. Durch. Oh, damals hat man sich noch richtig gefreut, so die ersten Instanzbosse und dann hast du so einen blauen Gegenstand bekommen, die waren schon alle echt gut. Ja, jetzt ist es aber nur noch Schrott. Ja, man wechselt halt viel zu schnell, ne? Dass man sich da irgendwie noch drüber freuen könnte. Ja, und die Level-Items sind ja eh besser. Ja. Level-Waffen oder so. Eben. Aber es gibt ja noch welche, die haben keine Level-Items. Die freuen sich dann über sowas. Freuen tun sich auch nicht, weil sie dann von irgendwem durchgezogen werden und dann direkt rüberkommen. Ja.
Nee, hier waren wir jetzt, das stimmt. Ja, ja. Ich erinnere mich. Zum Glück ist ja jetzt Millennials Internet stabil. Verschrei's nicht. Nicht drüber reden. Okay. Wollen wir den Teufel nicht an der Wand machen? Genau. Hier muss man irgendwo voll aufpassen, dass man nicht einen von unten gepult hat, weil der ist dann komplett außen rum gelaufen und hat alle mitgenommen. Genau. Huch, oh, hoppla. Ich pull dann mal. Ja. Mach mal einen auf Tank. Ja. Ich brauche ein Ziel. Das war ich aber nicht. Was denn? Hat wer gepullt von euch? Ja, aber nicht ich. Ich bin noch hinten. Aha, wir sind weiter vorne. Versuch ich mal. Zieh die mal mit. Versuch die zumindest mal mitzunehmen. Eindringlinge, Alarm, Alarm. Ich bin der Leck. So. Meine Katze ist tot. Damals musste man Tiere ja auch noch füttern, damit die glücklich sind und so. Ja. Sonst waren sie weniger Damage. Genau, gemacht. Das musst du halt alles nicht mehr. Ist nur noch Spielkram. Kannst du halt ein bisschen heilen damit, aber das brauchst du ja eigentlich gar nicht mehr. Denn du kannst die ja sowieso die ganze Zeit heilen. Und wenn du sie nie gefüttert hast, ist es doch irgendwann sogar abgehauen. Ja, genau. Da hatte man immer diese Hähnchen genommen, die auch in den Instanzen gedroppt ja, sind. Ja. Das waren die besten. So, und da oben ist einmal ein Boss. Und dafür musste man einmal komplett außen rum. Ja. Einmal im Kreis, bitte. Und dann konnte man runterspringen. Genau. Weil das schneller ging als... Man kriegt ja dann noch einen Fallschirm. Wie, du kriegst einen Fallschirm? Du kriegst mittlerweile einen Fallschirm. Egal, wo du runterspringst? Egal, wo du runterspringst, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass du hier einen bekommst. Ja, genau. Du kannst, glaube ich, hier einen aus der Kiste nehmen oder so, ne? Ja, ja, richtig. Traurig. Aber wahr. Weil es war ja, da hinten war ja sogar ein Weg mit Fahrstuhl und allem möglichen, wo noch 1000 Monster waren. Naja, wahr. Ja, der ist bestimmt immer noch da. Aber bestimmt nicht mehr so genutzt wie früher. Hat ja früher schon keiner genutzt. Hatte auch einige schon, ich zum Beispiel. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Was? An den Weg da hinten? Ja, an den Fahrstuhl gar nicht irgendwie. Ne, wir haben, also ich habe den auch, glaube ich, nur ein, zwei Mal genutzt wegen der Quest, einmal wegen dem Schlüssel und ansonsten bist du hier immer runtergesprungen, schon von Anfang an. Ja. So kenne ich das auch. Und das war dann das Problem, wenn nämlich einer von hier oben wen gepult hat, da unten irgendwie, weil er nur halb runtergesprungen ist, ist er nämlich durch die ganze Instanz und dann hochgelaufen. Und das hat man beim Durchziehen, hat man das aber mit Absicht gemacht. Da hat man einen gepult und dann hat man einfach gewartet, bis alle da waren. Genau. Das ist genauso wie in der Kathedrale, wenn man einfach sich bis zum Endboss durchstaved und als erstes Boss angreift. Dann kommt doch die ganze Instanz, also alle auf einmal kommen dann. Oh ja. Das ist richtig praktisch zum Durchziehen. Ja, das stimmt. Macht schon Spaß. Da. Voll die Gerechtigkeit, da ist er. Steht das da noch schön? Fallschirme. Werde ich gleich mal einen von nehmen, um es euch mal zu zeigen.
auf. So, hier liegen die Fallschirme. Den werde ich jetzt gleich mal anwenden. Muss man den nutzen, oder? Ja, ja, den hast du dann im Inventar. Oder wie funktioniert das? Ja, drücken mit rechter Maus. Yay. Da habe ich ihn. Das ist ein Fallschirm? Echt jetzt? Ich sehe gar nichts. Mal, ja, kannst du in der Luft. Ja, gibt's doch eh nicht. Freier Fall, langsamer Fall. Gibt doch keine Fallschirme in WoW. Natürlich gibt es Fallschirme in WoW. Ja, warte, durch Inji-Kram aber nur. Ich glaube, der Fallschirm-Umhang. Nee, der Fallschirm-Umhang hat auch keinen Fallschirm dran. Du kriegst nur eine für die Quest, wo du nach Kata kommst. Da ist ein echter Fallschirm. Und du hast Fallschirme, wenn du auf irgendeinem Mount sitzt, beziehungsweise von deinem Mitspieler, und er dich fallen lässt oder du in einer anderen Phase bist, fällt sie automatisch runter. Und dann bekommst du einen Fallschirm, damit du sanft zu Boden fällst. Ja, aber meistens kriegst du nur den Federbuff. Ja, meist schon, das stimmt schon. Aber dann sieht man halt den richtigen Fallschirm. Das ist schon. Aber wo war denn jetzt der Weg? Warte, ich glaube, der Weg ist eh links bei euch. Mhm. Wir müssen ganz auf der anderen Seite. Ja. Wir sind falsch. In die Richtung müssen wir. Bin schon da. Ich glaube, ich bin alleine da. Ja. So, jetzt kommen die alle. Wo ist denn mein Viech? Das überlebe ich nicht. Das Schöne ist, ich habe mein Pad nicht eingepackt. Das ist jetzt unterwegs hierher. Ich glaube, das pullt aber nicht mehr. Das haben die irgendwann rausgenommen, ja? Deswegen. Das wäre ja echt ja, super. Das ist so oft passiert. Das ist doch jedem dritten Jäger ist das passiert und ist danach aus der Gruppe geflogen. Ja. Weil alle, oh komm, wir springen hier runter. Ja, ich springe auf. Und das Pad rennt außen rum und Vibe. Ja, das Ding ist, du denkst da ja auch nicht immer dran. Ne? Du, ab und an denkst du dran und denkst, Mensch, das Pad solltest du einpacken. Na, da ist er schon. Nichts passiert. Nee, das haben sie rausgenommen. Schon lange Zeit. Ja, das ist auch echt unfair. Wir sind falsch abgebogen, oder? Nee, wir sind sowas von richtig. Sieht aus wie eine Sackgasse auf der Karte. Hier kommen nämlich die Dunkeleisen-Zwerge. Kann mir ruhig mal wieder eine Kugel geben? Was für eine Kugel? Wie hieß denn der noch? Hier vom Hexenmeister. Seelenstein, so war das genau. Gesagt, getan. Ja. Sagt unsere Uhr. Wir machen es einfach komplett ja. Durch. Nee, das bin gar nicht ich. Das ist unser Tank, der schon wieder so fast am Sterben ist. Ja, ich sehe das. Schon gedacht, das wäre ich. Meine aktivste, also Sühne, hat eine kleine Abklingzeit und die habe ich gerade auf mich auch angewendet, weil ich auch so am Runtertrocken war und dann ging er auch noch so schnell runter. Da ist eine Quest drin. Ja. Wo eine Quest? Ach, der schmutzvergrößerte Ring. Bah. Oh, ist das nicht mit diesem... Ja, nee, hier musst du, nicht, du musst ihn jetzt nicht mehr aus Glück kriegen, sondern du musst einfach nur das Ding wegkriegen. Jetzt musstest du ja ganz viele von den Objekten abgeben, bis du den hattest. Ja, ja, ja. Hatte die Höhlen der Zeiten gar nicht mit zu tun gehabt? Weiß ich gar nicht mehr. Die Höhlen der Zeit sind toll. Oh, die sind echt super. Mit den mit der Einstein-Anspielung. Und wer war denn das nochmal, dieser Drache? Wo in der Wüste gegen diesen einen Drachen kämpft. Ich freue mich schon, wenn wir... an dieser Stelle gelangen, weil die würde ich wohl gerne mal wieder mitmachen. Nur so aus Erinnerungszeiten, weil das wirklich eine echt super Questreihe auch damals war. Wo ist denn der? Warum ist denn der so weit oben? Komm runter, sonst stirbst du. Achte mal nicht auf die unwichtigen Leute, bitte. Ja, wenn dann schon alle in der Gruppe. Ich war fast tot. Wir haben alle Cooldowns nutzen müssen. Ja, wenn unser Tank nur weil der da zurückbleibt, ist das seine Schuld.
lieber absichtlich sterben lassen, dass es auch mal leer. Ja, hauptsächlich sind wir sowieso alle tot. Wenn der Tank tot ist, dann ist mich der Heiler tot und dann sind wir alle tot. So, jetzt sind wir gleich beim Endboss. Wie war das bei dem Endboss eigentlich nochmal? Man muss die Knöpfe drücken oder man konnte es auch ignorieren? Ich glaube, man muss da nichts drücken. Doch, da kommen noch die Bomben raus. Es gibt überall so einen roten Knopf, oder nicht? Keine Ahnung. Einfach draufhauen. Ja. Also ich glaube, einfach draufhauen. Ich habe bei dem noch nie auf irgendwas geachtet. Doch, doch, guck, hier siehst du an jeder Seite den roten Knopf. Ja. Ja, aber die haben ihn nie Ach gedrückt. Was, der ist so schnell weg. Damals hat man das gemacht, als die Instanz ganz neu war. Ja, damals. Aber jetzt ist es so genug. Irgendwas wird das auch noch machen. Ach, dann kommen kurze Zeit keine Bomben, glaube ich. Ich kann ja mal aus Lux und Dollerei das machen. Ja, ich glaube, wenn du den Knopf drückst, sind die Dinger für kurze Zeit gesperrt. Oh, ich habe jetzt mal den Knopf gedrückt. Explosionen! Wir brauchen mehr Explosionen! Der hat eine neue Stimme bekommen, das ist ja frech. So, das war's. Und ein Level Up dazu. Braucht man denn ja? Nee. Nee, noch kein nicht Level ganz. Up. Oh, die Gnomen-Gedankenkontrollkappe! So. So, dann würde ich sagen. Mit geninjat. Wir sehen uns in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.